Halt! Zurück! Bunte Grüße natürlich, und wer Interesse an diesen leeren Kartons hat, einfach mal bei mir einen Kommentar da lassen. So denn. Ciao! Halt, stopp, stopp, stopp. Noch nicht abschalten, heißt ja nicht ohne Grund. Tipps und Tricks und Kniffe. Feuerwerk Kategorie 1 und 2. Ich sag nach, wer kennt es nicht, wenn ich ein Feuerwerk verleite? Das ging mir die letzten Jahre eigentlich immer so. Diese losen Ringe hier. Ich denke mal, keiner von euch kann mir jetzt sagen, welche Litze von diesen beiden auf Anhieb 30 und welche 60 Sekunden der Meter ist. Habe ich mir jetzt einen einfachen Trick einfallen lassen, beziehungsweise schon einige Jahre mache ich das so. Und zwar mit einem roten Edding. Mit einem dicken, fetten, roten Edding. Einfach mal die, ja, ich mache es jetzt immer bei der 30 Sekunden der Meter, mache ich hier ein paar Striche drauf. Zack. Und dann weiß ich ganz genau, wenn ich mir jetzt den Ring nehme, gucke ich kurz, ah, das ist rot, also 30 Sekunden der Meter schnelle Litze. Dann kann ich da sehr schnell hantieren. Wenn ich natürlich jetzt hier mal den, das ist eine super Schere, sponsert bei Schwiegermama, ist nicht schlimm, erfüllt ihren Zweck. Hier ist jetzt der einzige Unterschied zwischen 30 und 60, dass hier ein Klebeband drum ist. Aber auch hier, ja, ich schneide die Seite ein. Das hat auch einen Grund. Einmal, zweimal. Wie gesagt, der einzige Unterschied besteht jetzt im Grunde genommen darin, dass jetzt hier um die 30 Sekunden der Meter einfach mal ein Klebeband geklebt ist und um die 60 der Meter halt, ja, die ist jetzt lose, die ist ein bisschen heller als die 30 Sekunden der Meter. Wie gesagt, ich nehme mir dann den Ring, ziehe ihn so ein bisschen auseinander, dann mein Edding, und dann mache ich mir hier so ein paar Striche drauf. Zack. Einfach mal lang gezogen. Schön über den Handschuh nochmal drüber, nicht schlimm. Und dann weiß ich sofort auf Anhieb, aha, das ist jetzt meine, gut, jetzt habe ich die 60er markiert, das ist aber nicht weiter schlimm. Muss ich mir dann halt bloß merken. So, und seitlich einschneiden tue ich deshalb, weil dann kann ich im Grunde genommen das Ganze wieder in die Packung schieben. Weil so ein 10 Meter Ring, den braucht man ja nicht. Ist auch mal am Stück auf. So, letztendlich kann man dann nochmal die Tüte, wie ich jetzt hier schon gemacht habe, nochmal beschriften. Hier habe ich es mal auf die Art und Weise gemacht, 60 Sekunden der Meter und 30 Sekunden der Meter. Dann ist man da immer auf der sicheren Seite, dass man nicht die falsche Litze nimmt. So, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt wieder was dazugelernt. Und wenn euch noch was einfällt, dann Kommentare lassen. So denn, schöne Grüße, ciao. Was? Wieso? Was? Gebastelt die letzten Tage. Hast du gebastelt? Naja, sicher. So.